Herzlich willkommen zu Endless Suburbia. Ich meine, es heißt Endlose Vorstadt oder sowas. Bei den Settings habe ich eben geschaut, da gibt es nur Video, soweit ich das sehen kann. Fangen wir einfach mal an. Also was ich weiß, es gibt mehrere Enden. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie viele. Ui, kann ich wirklich sonst nichts einstellen? Video. Ich hätte gern... Es ist ein bisschen wobbelig, aber naja. Wir sitzen in einem Auto. Kann ich das Auto... Oh, ich fahre das Auto. Kann ich auch rückwärts fahren? Wohin fahre ich, wenn ich rückwärts fahre? Fahre ich da wirklich in den Spielplatz? Ui, okay. Kann ich auch von der Straße abweichen? Ach so, es ist so ein klein bisschen Horror. Oh Gott, hier komme ich nicht mehr raus. Ja, okay. Wir machen mal keinen Mist hier. Blonde Frau fährt Auto, ne? Also alle meine Deckung. Hallo? Mit 10 km/h durch die Vorstadt. Habe ich es schon kaputt gemacht? Los, komm. Wir fahren wieder auf die Straße. Einmal im Kreisverkehr. So, jetzt aber. Man muss das ja mal testen. Ich hoffe, ich muss gleich nur geradeaus oder so. Ich würde auch gerne schalten. Das klingt nicht so gut. Ich übe noch. Ist nicht GTA. Übrigens, mein kleines Figürchen. Das hängt schon wieder, ne? Ich weiß nicht, was da auf einmal mit ist. Abgesehen davon, dass es hängt. Stoppschild. Ich kann meine Gesichtsausdrücke nicht mehr ändern. Oh. Ich glaube, das sollte da nicht sein. Wisst ihr was? Aber wenn dieses Männchen jetzt nur noch hängt. Ja, jetzt natürlich nicht. Aber für heute, kleiner Flauschehase, kommst du weg. Sorry, weil das stört mich. Ich habe die Befürchtung, dass das Aliens sind. Ich mag aber keine Aliens. Oder was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns gut gesinnt sind. Ja. Und ja, klar, ich fahre im echten Leben auch so. Wenn kein Platz, dann fahre ich einfach mal am Bordstein mit 10 km/h. Und natürlich links. Stoppschild. Dann das Meer. Irgendwie. Sitzt dann aber wie im Auto. Nein. Ist es egal, wo wir langfahren? Es ist ein bisschen dunkel bei mir. Ich hoffe, ihr seht das halbwegs gut. Wenn ich irgendeinen Jumpscare wieder verpassen sollte, was ich ja so gut kann, tut's mir leid. Huch. Autoscooter-Auto. Ich will hier oben. Na. Ja, ich bin gut im Autofahren, ich weiß. Aber ich kann tatsächlich einparken.
Kann ich noch irgendwelche anderen Tasten hoch? Ich kann zoomen. Der Gegenspur. Oh. Na, jetzt war auch schon. Okay, es ist nichts auf meiner Gegenspur. Die blinken irgendwie heftiger, oder? Wir fahren nur 10 km/h. Ich würde gerne mal ein bisschen hier. Okay, Leertaste wirkt nicht. Was? Wo denn? Wer denn? Ich sehe niemanden. Vielleicht habe ich mein Auto schon ein bisschen kaputt gekriegt, wenn ich mal vorfahre. Wer schreit denn da? Seh dich leider nicht, weil wegen dunkel. Okay. Ich fahr da mal weg. Hm? Kann ich dem Ganzen leicht entfliehen? Nur. Geht's hier lang? Ich sehe es nicht. Oh, Kurve. Kann ich aus der Stadt rausfahren? Vielleicht, bitte? Wäre das möglich? Nur so mal fragt, rein Interesse halber. Ich fahre dich über den Haufen. Gottes Willen. Nee. Muss nicht sein. Was passiert? Oh, ich kann die Stadt überblicken. Ich glaube, ich bin auch am Strahl. Ist das hell. Okay. Das war wohl ein Ende. Dann schauen wir uns doch mal das nächste an. Es ist wieder hell, das ist ja fein. Fangen wir eigentlich mal an derselben Stelle an? Ja. Wenn ich mir jetzt merken würde, wo ich lang fahren bin. Na, kann ich über 10 km/h rasen? Los, komm schon, komm schon. Es klingt, als müsste ich schalten, aber gut, vom ersten in den zweiten. Habe ich eine. Oh, das sieht. Ich fahre mal um die Kurve. Ist das Automatik, ne? Okay. Nein, in dieser Runde werden wir nichts mitnehmen. Was ist das Blaue da hinten? Mich irritiert das im Rückspiegel, ne? Sieht aus, als wäre jemand links oder rechts. Halt, stopp! Halt, stopp! Okay, ich weiß, was das ist. Moment. Zurück. Miep, 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 miep. So. Warte. Ich will wissen, was dieses Dunkle da ist. War doch gerade ein Vogelgezwitscher. Ist doch eigentlich ganz nett hier. Stoppschild. Ja, kommt keiner. Nein, ich halte eigentlich immer ganz brav überall an und gucke und blinke. Oh, ich hasse Leute, die nicht blinken, ne? Ja, ich weiß, mich geht nichts an, wo du hin willst, aber in sehr vielen Situationen wäre das sehr hilfreich. Und ich würde weniger ausflippen. Ich flippe ja schon weniger aus beim Autofahren, aber sowas nervt mich wirklich. Okay, es ist ein Häuschen gewesen. Also bisher ist ja noch alles gut hier. Wieso habe ich das gesagt? Oh nein, oh nein. Nein, wir fahren nur vor, habe ich gesagt. Aha.
Das zählt nicht. Ich habe ihn nicht berührt. Spinnen im Auto, ne? Die haben ein Talent. Die lassen sich immer bei um die 70 km/h vor meiner Nase fallen. Im Sommer machst du die Sonnenblende runter und du siehst im Augenwinkel, es hat irgendetwas plopp auf deinen Schoß gemacht. Und du kannst nicht mal eben eine Vollbremse machen. Aber da ich ja immer so viele Rotzfahnen im Auto habe, bin ich ganz ruhig bis zur nächsten Ampel gefahren, habe schnell mein Taschenlampenlicht angemacht und auf meinen Schoß geleuchtet und habe die Spinne erfolgreich entfernt. Und wenn sie sich bei höheren Temperaturen, da habe ich schon nervös hier, bei höheren Geschwindigkeiten und so, von meiner Nase abseilen, vielleicht sollte ich aber die Sonnenblende entfernen, dann wird auch ein Auge auf die Straße gerichtet. Waren hier eigentlich noch mehr, weil irgendwie habe ich es nicht mitgekriegt, wenn. Ein Auge wird auf die Straße gerichtet, das andere Auge auf die Spinne. Dann wird blind die Scheibe ein Stückchen heruntergemacht. Und entweder packt man sie dann am Faden und geleitet sie nach draußen oder nimmt eine Rotzfahne. Man sollte immer... so ein großes Taschentuch habe ich nicht. Aber man sollte immer ein paar Taschentücher im Auto haben. Wenn sie auch benutzt sind, das ist egal. Für sowas oder für andere Dinge ist das immer gut. Es sieht nicht schön aus, aber das ist egal. Oh, guck mal, der Mond. Ich kann doch zoomen, ne? Guck mal, der Mond. Habe ich nur einen Scheinwerfer? Ja, alles okay. Ja, okay. Ich habe nicht aufgepasst, wo ich lang fahre, weil ich fahre einfach. Oh, ist das schön. Diese ganzen Papphäuschen. Hübsch, aber ich glaube nicht sehr stabil. Ich will schneller fahren. Wenn ich Leertaste, nur Leertaste, da bringt nichts. Die Spinne habe ich mir nur eingebildet. Jobschild. Ja. Passiert, wenn man... Was? Warum? Warum guckt er? Was denn? Ich verstehe nicht so ganz. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Warum sehe ich die nicht im Rückspiegel? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was ich nicht verstehe, aber das kann eine Menge sein. Ich will schneller fahren. Ich drücke W bis zum Anschlag. Na, da hilft kein Taschentuch und auch kein Becher. Auch kein Staubsauger. Na. Also mit 10 km/h knapp werden wir hier wohl nicht entkommen. Wie schnell wohl eine so große Spinne wäre, wenn es sie denn geben würde, was wir niemals erleben wollen. Kein Mist jetzt hier. Ja, wunderschön hier. Durch die
Warum guckst du so zur Seite? Was ist denn hier dein Auftrag? Oh, ich, das habe ich mir nur eingebildet. Um Gottes Willen, ja, würde das passieren, würde ich auch irgendwo vorfahren. Oh, es regnet. Okay. Eben noch schnell einen Schluck Kaffee. Das ist mein zweiter Kaffee für heute. Es ist schon dunkel. Wir starten wahrscheinlich wieder am Spielplatz. Warum klingt es jetzt schon so bedrohlich? Haben wir die Zentralverriegelung eingeschaltet? Ich habe immer, wenn ich fahre, ich bin so ein kleiner Monk, wenn ich das Auto anmache, mache ich die Zentralverriegelung, das Licht an, schnarre mich an und das Fenster ein Stückchen auf. Sonst war ich nicht los. Hat sich da gerade doch irgendwas in meinem Rückspiegel gespiegelt? Weil das könnte ja sein, ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber ich bin ein Schisser. Es könnte ja sein, dass an einer Ampel jemand versucht, mein Auto aufzumachen. Wobei mein Auto so dreckig und alt noch nicht, aber so dreckig ist, dass es keiner klauen möchte. Man weiß ja nicht. Was war das? Wie, jetzt steht hier irgendwo ein Horrorclown oder sowas, ne? Hier sitzt auch keiner bei mir drin. Ich höre doch was. Hört ihr es auch? Was ist das? Okay. Ich hatte das mal beim Einkaufen. Da wollte jemand in mein Auto, aber nur weil er gedacht hat, das wäre seins, weil seins stand direkt daneben. Er hat mich auch sehr irritiert. Was? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Oh. Gott, das fände ich ja sehr. Oh nee. Er hat mich auch sehr irritiert angeguckt. Und dann habe ich nach links gezeigt und dann sah man so dieses. Ah. Hallo, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, wir fahren nicht davor. Hab's nicht berührt. Fährt er eigentlich auch über den. Der fährt da auch lang. Ich bin mal. Vor keine Ahnung wie viele Jahren. So viele Jahre, dass es, ich glaube, wirkliche Smartphones gab es noch nicht. Ja, so alt bin ich. Aber es gab so klobige, fette Navis. Und meins hatte irgendwie einen Defekt. Ich glaube, ein Kabelbruch. Und ich hatte noch das von einer Freundin. Aber da war der Akku leer und ich glaube, mein Zigarettenanzünder ging nicht oder so. Auf jeden Fall war ich nachts um eins oder so, oder nach zwölf auf jeden Fall, damals auch in NRW Richtung, ich glaube von Mönchengladbach nach Hause unterwegs. Und man braucht, ich glaube, wenn man den Weg kennt, eine halbe Stunde. Ich habe drei gebraucht, weil blonde Frau, keine Orientierung. Und zu dem Mann hinter mir. Das Ganze habe ich nämlich auch gemacht, weil ich den Weg nicht kannte. Und habe irgendwann jemanden vor mir gesehen, der vom Kennzeichen her aus dem gleichen Kreise kam. Was natürlich nicht heißt, dass er in das gleiche Dorf fährt wie ich. Aber besser als nichts. Also bin ich ihm mal eine halbe Stunde hinterhergetuckert.
so nachts um kurz vor drei schien ihm das etwas suspekt auf Dauer und ist dann an der grünen Ampel ganz langsam geworden, sodass ich neben ihn fahren musste und habe mich sehr erschrocken und komisch an der Ampel angeguckt und ich musste alleine weiterfahren. Aber irgendwann habe ich ein Straßenschild gesehen, was mir bekannt vorkam. Und dann auch ein Weg, der mir bekannt vorkam. Und ich war fix und fertig, nachts um drei dann endlich zu Hause. Gott sei Dank. Aber vielleicht ist er hier genauso wie ich und kennt einfach den Weg nicht. Was passiert, wenn ich jetzt nicht frei zurückwärts auf dich drauf? Fährt er dann auch rückwärts? Ich bin auch rückwärts. Okay. Aber waren das nicht für ein zwei Autos? Was denn? Können wir das Kennzeichen mal sehen? Polizei rufen? Oh, es regnet. Stimmt, es hat am Anfang auch geregnet, ne? Boah, das ist ja noch mehr Worst Case. Es ist dunkel, im Dunkeln bin ich ein bisschen nachtblind. Ist dann eh schon spannend, mit mir zu fahren. Es ist noch im Maßen. Aber wenn es dann auch noch regnet und man dann jemand am besten auch mit so grellen Lichtern hinten auf der Stoßstange kleben hat, das ist so Worst Case, glaube ich. Dann kommt noch einer mit Fernlicht an entgegen. Ach, ich würde so gern hier schneller fahren können. Kann ich nicht mal schalten hier? Also, ja, ich weiß, es ist Automatik. Muss nicht schalten, aber er müsste doch von alleine mal ein bisschen in die Puschen kommen dann. Der ist eine kleine Stadt, hat bestimmt den gleichen Nachhauseweg wie ich. Mein Gott, was pieselt das denn hier so? Oh, ich liebe Gewitter, ne? Voll toll. Was ist das da für ein Licht? Warum ist das so weit weg? So, bitte erschreckt mich nicht. Ich fahre gerade aus und wollte einen Schluck Kaffee trinken. Okay, nee, ich warte noch. Was denn? Er ist noch da? Ist hier irgendwas? Nee? Okay, Kaffee versucht die zweite. Mit einer Hand. So ein Kaffee mit einem Drehverschluss. Geht, aber ich muss nichts tun jetzt. Ja, Kaffee aber gleich getrunken. Jetzt kann es weitergehen. Was? War er das? War das jemand anders? Sag mal. Wäre mir letztens fast auch passiert, dass ich in eine Dame fast reingeschlittert wäre, weil die einfach mal gedacht hat, auch wenn ich von rechts komme, rechts von links, nö, passt schon. Gucken brauchen wir auch nicht. So. Er ist noch da. Es ist gar nichts, wo irgendwas herscheint, ne? Das ist, glaube ich... Oh! Um Gottes Willen. Das waren nur die Straßenlaternen, wollte ich sagen. Okay. Wie viele Enden haben wir jetzt? Drei, oder? Aliens, Spinnen, Stalker, Autounfall. Ich hoffe, das kommt nach der Reihe. Was waren das gerade für Punkte da oben? Kann ich nochmal...
Ja, wir starten am Spielplatz. Dann fahren wir jetzt rechts. Ob das auch passieren würde, wenn wir immer nur im Kreis im Spielplatz fahren? Was? Was fiepst hier so? Bitte keine Grille. Dann fahre ich nicht mehr weiter. Das eine Mal hat mir gereicht. Aber immer nur im Kreis und im Spielplatz ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Sind aber hübsche Häuschen hier. Sehr dreckiger Rückspiegel. Oh, hier ist auch ein Kreisverkehr. Oh, oh, oh. Ich habe nicht aufgepasst. Ich, oh. Nein, habe ihn nicht berührt. Habe ihn nicht berührt. Es zählt nicht. Ist ja nur in der ersten Runde. Ortsstein hat keiner gesehen. Hier ist ja auch keiner. Was soll denn jetzt noch passieren? Was? Ja, bitte. Was denn? Was denn? Was denn? Ich bin wieder beim Spielplatz. Ja, Orientierung gleich null. Sag ich doch. Ich weiß nicht, was hier so beunruhigend ist. Oh, was hat der denn da in seiner Garage? Eine Baumtextur. Also... Bin ich blind? Wolltest du gerade zur Seite gucken? Was genau ist denn beunruhigend? Ja, das finde ich jetzt auch nicht so geil. Ach, hier sind wir wieder. Ich fahre mal im Kreis, ist gut. Ist das ein Sandsturm, ein Orkan, ein Taifun und wie heißen sie alle noch? Immer die Augen auf die Straße richten, ne? Falls ich jetzt wieder zum Spielplatz fahren sollte, was sehr gut möglich ist, weil ich nicht aufgepasst habe, ist ja egal, weil bestimmt heben wir gleich ab. Ja,
Da bin ich ja froh, dass es das eigentlich nicht so bei uns gibt, oder? Zumindest kann ich mich nicht entsinnen, dass dem so wäre. Puh. Gott, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Erschreckt, erschrocken, ich weiß es nicht. Was ist das hier? Einbahnstraße? Oh, drehen. Einbahnstraße, Wände haben wir aber nicht. Ich habe mich erschreckt. Erschrocken. Haben wir jetzt keine Frontscheibe mehr? Jetzt müssen wir der Versicherung melden. Aber eigentlich müssten doch dann die ganzen Blätter hier reinfallen. Das Detail fehlt mir jetzt noch. Ich glaube, die Blätter sind gleich hier überall, weil wir auch überall sind. Wahrscheinlich darf man gar nicht, sollte man auch gar nicht so schnell fahren, damit du schön nach links und rechts oder nach links und hinten gucken kannst, damit hier echt mal die Sachen schneller spawnen und man nicht mit Fullspeed gegen einen Baum fährt und dann vielleicht sich durchs Spiel backt. Ich glaube ja nicht, dass wir davon fahren können. Muss ich vielleicht mal abbiegen? Braucht der Abbiegesequenz irgendwie? Bäumchen bewegen sich gar nicht. Also, es tut mir leid, ich werde jetzt nicht meckern, ne? Aber diesen Part hätte man ein bisschen besser machen können. Ich habe gerade wieder Kaffee getrunken, also es war schon laut. Es ist dunkel. Start. Ich weiß nicht, wie viel da noch kommt. Wir fangen wieder im Dunkeln an. Machen eine schöne kleine Nachtfahrt. Also ich fahre tatsächlich gerne im Dunkeln. Vorausgesetzt, es sind keine anderen Menschen da. Das war das. Nun schauen, okay. Ich mal links. Und wenn ich so Laternen habe wie hier, dann ist gut. Aber wenn ich jemand mit sehr grellem Licht hinter mir habe, das ist scheiße. Und wenn es eine normale, gerade mir bekannte Strecke ist, wenn jemand dann von vorne kommt, geht auch. Aber auf der Autobahn ist das wahrscheinlich nicht so geil. Aber so nachts keiner da ist, bin ich schon echt entspannt. Schon ewig nicht mehr, glaube ich. Was war das? Das ist klar.
Irgendwie ein Klickerfeuerzeug. Was ist das für ein Geräusch? Warte, bleib jetzt stehen. Ich sehe nichts. Seht ihr was? Ich fahr mal weiter. Zentralverriegelung ist drin. Kann nichts passieren. Das hat doch jemand gerade geschrien. Wenn ihr nachts irgendwo fahrt, ne? Was war das? Kind und Schatten. Und ihr seht, irgendwo passiert was. Haltet an oder mit Freisprechanlage, da ist der Spiegel schon wieder scheiße, ruft die Polizei und haltet euch in der Nähe auf. Aber ich würde mich persönlich da, also nicht bei allen, in allen Fällen, aber in den meisten Fällen, ein bisschen raushalten, aber immer Hilfe rufen. Wo ich aber definitiv nicht hin und zwischen gehen würde, ist, wenn jetzt zum Beispiel vorne an der nächsten Kreuzung einer quer steht und niemand so zu sehen ist. Also wo es so eine Masche ist, ne? Dass Leute, das finde ich so ekelhaft, ne? Dass Leute dann so tun, als würden sie Hilfe brauchen und darauf warten, dass jemand nett ist. Es sind zu wenige Leute noch nett, finde ich. Um das dann auszunutzen, denjenigen auszurauben und das Auto vielleicht noch zu klauen und weiß ich nicht was. Oder im Wald, wenn da irgendwo auf einmal ein dicker, fetter Ast auf der Straße liegt. Ja, ich würde ja anhalten und Polizei rufen, aber ich habe sowas nicht. Und unser Dorf hat auch nur Häuser, kein Supermarkt, kein nichts. Was klackert denn? Auf jeden Fall, wenn sowas auf der Straße liegen würde, wenn möglich, ich würde ganz fix wenden und woanders lang fahren. Und wenn ich halt fünfmal links rum muss, egal. Das ist doch schon wieder hier. Wo bin ich denn? Ich sehe nichts. Ja, ich weiß nicht, warum und wo du schreist. Was ist das? Schatten, ne? Jetzt willst du nach links gucken. Alter! Zentralverriegelung, ich sag's euch. Immer das Auto zumachen. Ja, mir wurde auch mal gesagt, was ist, wenn du einen Unfall hast und dann ist die Zentralverriegelung drin und man kann dich da nicht raus bergen. Ja, wir sind hier nicht bei Grey's Anatomy. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und außerdem habe ich das Fenster ja ein Mini-Stückchen auf, so weit auf, dass man rausaschen kann, aber dass keine Hand da so durchpasst. Darüber könnte mich dann die Feuerwehr auch retten. Der sitzt bestimmt gleich in meinem Auto, ich sag's euch.
Oh, dieses Geklacker, das macht mich ja wahnsinnig. Ne? Ich hasse halt das, wenn Leute mit irgendwas die ganze Zeit spielen und es immer ein und dasselbe Geräusch gibt. Ja, Kind, wo bist du denn? Der hat nicht die Tür zu. Atmen gewesen? Ich sag's doch. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe gerade Pause. Oh, es ist ein Horrorclown. Ich fahre jetzt irgendwo vor und dann sind wir beide verloren. Ich wusste es, aber ich bin trotzdem gehopst. Es ist wieder hell. Ich weiß nicht, ob es wie viel Enden es gibt. 5, 6, irgendwie so. Theoretisch, wenn die Aliens wiederkommen, dann sind wir durch. Ey, wenn so einer, ne? Also wenn so ein gestörter Mensch. Und es tut mir leid, ich verurteile hier niemanden, aber wenn jemand so etwas macht, ne? Einfach in ein Auto rein und dann auch noch mit so einem Horrorclown-Ding, ne? Ich würde, wenn ich die Gelegenheit hätte, ich würde dem so wehtun, ne? Weil er es einfach verdient hätte. Ja, dazu stehe ich. Wenn mir jemand was Böses tut, dann würde ich mit allen Mitteln das Böse zurück. Wenn ich denn. So ist doch ganz schön. Guck mal, die Sonne geht so ein bisschen unter. Leuchtet die Bäumchen an. Sieht aus wie so ein Sommertag, der zu Ende geht. Nicht zu heiß, noch gerade so, dass man mit einem Top rumlaufen kann, wo man sich ein Jäckchen holt. Muss ich dran denken, dass es so aussah, als wir als Kinder auf der Straße gespielt haben. Das ist süß. Das ist auch süß. Bitte? Bin schon wieder blind? Willst du mir einfach nur das Ohr wegblasen hier? Weiß nicht. What is happening? Sind wir denn hier auch? Sind Berge. Wahrscheinlich seht ihr alles früher als ich. Ich habe keine Ahnung, was da eben passiert sein soll. Kann ich eigentlich irgendwas hier drücken, außer Zoom? Wir haben eine Klimaanlage, wir hätten eine. Wir haben noch genug Sprit. Kühlung ist auch gut. Drehzahl. Ja, dafür, dass wir stehen, ja.
Ja, ich weiß schon wieder nicht. Ist es eigentlich schon wieder dieselbe Ecke? Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Was soll denn jetzt noch kommen? Spinnen im Auto, Aliens am Auto. Der Sand, irgendwas Sturm, der die Scheibe kaputt gemacht hat und auch im Auto war. Wer kommt jetzt in unser Auto? Sie haben Bremse gezogen. Sonne blendet ein bisschen. Ja, so ist besser. Ja. Was ist dieses blaue Ding da eigentlich jedes Mal? Ist das so ein Wassertank? Ich wollte da hinfahren, aber irgendwie finde ich den Weg nicht. So wie es ja ausschaut, die Musik, da haben wir ja eher eine Entrückung. Alle aufgestiegen. Ich nicht verstehen. Sowas finde ich voll süß, ne? Das hätte ich gerne. Hat man so einen kleinen Eingangsbereich, wird nicht nass. Stüfchen nur. Hält dem Sandsturm nicht stand, aber haben wir ja nicht. Es wubbelt ein bisschen mehr in meinem Ohr, glaube ich. Fahren wir alle zum Himmel auf? Wolltest du gerade, dass ich nach links gucke? Manchmal macht das so automatisch. Dann ist irgendwas. Gibt es hier eigentlich irgendeinen Menschen noch in dieser Stadt? Halt, das möchte ich mir angucken. Weiß nicht, ob ich da schon war. Na, krieg ich die Kurve? Ja. Ich werde schon besser mit dieser Steuerung, ne? Oder ist das der komische Kreisverkehr? Wie gesagt, keine Orientierung. Kann ich nichts dran ändern. Ich habe versucht zu üben. Es klappt in seltenen Fällen mal. Das ist der Kreisverkehr, oder? Oh. Es ist die Entrückung, oder? Die Erzengel Gabriel und Michael. Und wie sie alle heißen. War ich jetzt weg von denen? Sollte ich auf sie zufahren? Ist das gut? Ist das schlecht? Er sagt denen, dass sie gut sind. Vielleicht sind Engel auch nur Aliens. Ich meine, in der Theorie, ne? Sie kommen ja nicht von dieser Welt. Somit sind sie ja außerirdisch. Was?
Oh. Das Ende. Das ging jetzt aber abrupt. Diesmal stand da das Ende. Warum steht hier unten UFO? Ist das, ich kann jetzt. Das stand doch vorhin nicht, ne? Okay, UFO hatten wir, Spinne hatten wir. Verfolgt wurde der Tornado. Das ist bestimmt der Clown. Und Rapture. Wir sind durch. Ja. Ja, fand ich nicht schlecht. Wie gesagt, das mit dem Sandsturm hätte ich gern ein bisschen besser mit mehr sich biegenden Bäumchen. Und wenn die Scheibe schon kaputt geht, dann muss auch der ganze Dreck da reinfallen. Ja, gut. Dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.